Bieber und Gabi Fellner haben viele Wochenendkurse gemacht mit Schülern, viele Stücke für große Besetzungen einstudiert und haben sich irgendwann überlegt, sie wollen das gerne mal selber spielen. Und sie waren immer in Kontakt auch mit mir und haben mich freundlicherweise gefragt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und wir haben nach weiteren Flötistinnen gesucht und haben viele ehemalige Studienkolleginnen gefunden und andere nette Flötistinnen und haben dieses Flötenspektakel gegründet und haben also sehr viel Spaß am Spielen und wollen einfach Musik machen, die ein bisschen anders ist und die dem Publikum viel Freude macht. Dadurch, dass wir diese vielen tiefen Instrumente zur Verfügung haben, haben wir relativ schnell festgestellt, dass die Arrangements von Noten, die wir kaufen können, dem nicht gerecht werden, weil da fast immer nur eine Bass- und eine Altflöte besetzt wird und das dann einfach nicht so klingt, wie wir das gerne haben möchten, wirklich als voller Flötenorchesterklang. Und so haben wir angefangen, unsere eigenen Arrangements zu schreiben, zum Beispiel vom Nussknacker, von der Nussknacker-Suite, fast alle Tänze haben wir bearbeitet, oder Steffi hat die Filmmusik von Titanic bearbeitet für uns, da ist noch die Harfe mit drin und Tim Wilson, und so können wir unseren eigenen Klang da ganz kreieren. Ja, wir werden oft auf unseren Namen angesprochen, weil sich viele Menschen gar nicht vorstellen können, was das eigentlich zu bedeuten hat, Flötenspektakel. Und abgesehen von dem klanglichen Spektakel, was entsteht durch diese verschiedenen Instrumente und auch durch diese gewitzten Arrangements, die wir spielen, ist es ja auch für die Zuschauer, die oftmals noch niemals diese großen Flöten gesehen haben, auch ein optisches Erlebnis, sozusagen ein visuelles Spektakel, wenn sie dann diese Vielzahl von riesengroßen Flöten, also die Bassflöte sieht ja aus wie so ein Ofenrohr, ja, ist ein riesengroßes Ding mit gebogenem Kopf und so, wenn die das erste Mal sehen, sind sie schon sehr erstaunt und das ist durchaus spektakulär. Die meisten Leute haben oft ein falsches Bild oder eine falsche Vorstellung, wie viele Flöten zusammenklingen, und es ist immer erstaunlich, wie dann die Leute nach dem Konzert kommen und sagen, der Klang, der war gar nicht nach Flöten, das klingt manchmal wie eine Orgel, manchmal wie ein Orchester und so. Also das, so dieser typische Flötenklang, der manchmal nicht so Akzeptanz findet, der überrascht doch immer. Ja, wir sind 8 Flötistinnen und inzwischen kann man auch schon sagen 8 Freundinnen geworden. Das Ganze zeigt sich auch darin, dass wir ganz demokratisch Stimmen verteilen. Jeder ist an jeder Flöte mal zu finden. Wenn irgendwelche Beschlüsse zu machen sind, wird das immer gemeinschaftlich entschieden. Wenn jemand umzieht, helfen wir uns. Wenn Geburtstage und Hochzeiten anstehen, feiern wir gemeinsam. Also wir sind nicht nur musikalisch unterwegs, sondern auch privat. Und das, glaube ich, kann man auch am Spiel und so an dem, was rüberkommt, an Freude und Begeisterung uns auch abspüren. In der Gruppe Musik zu machen, ist ein ganz anderes Erlebnis als das, was wir so in unserem Studium die ganze Zeit gelernt haben, alleine zu spielen. Man kann in dieser Gruppe wirklich das Gefühl haben, sich selbst gar nicht mehr zu hören, sondern ganz zu verschmelzen in dem gemeinsamen Klang. Also der Flötenklang ist bei jedem ganz individuell. Also Flöte klingt wirklich bei jedem Spieler oder bei jeder Spielerin völlig anders. Der Ton ist was ganz Individuelles wie die menschliche Stimme, und das ist das, was mich wirklich sehr fasziniert am Flötespiel. Ja, die Querflöte ist ein Instrument, was ähnlich wie die Stimme sehr nah direkt beim Menschen ist. Also man macht eigentlich die Atmung, setzt man direkt in den Ton um, und da die Atmung ja das zentrale Lebenselixier für den Menschen ist, kann man sagen, Querflötenklänge sind das zentrale Lebenselixier hörbar gemacht. für die Menschen von den Menschen.